Migranten. Ja. Wir sollen die Kriminellen endlich mal abschieben. Schluss damit, mit der Solidarität. Und diese Menschen aus den Kriegsgebieten, die sollen doch in reiche Ölländer gehen, wo sie hingehören. Doch nicht zu uns. Wir haben doch genug Elend bei uns selber. Viele Leute gehen zur Tafel, da ist einfach kein Geld da. Viele Kinder werden Weihnachten nicht beschenkt, weil die Eltern das Geld nicht haben. Daran wird nicht gedacht. Und die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Und die Akademiker, die sollten in ihrem Land bleiben, dort werden die nämlich gebraucht. Mal ehrlich. Die EU wird über die Köpfe der Bevölkerung entscheiden, statt zu unserem Volk zu halten. Wir wollen mitbestimmen. Wir haben den Kanal voll, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und bringen Sie mal die Wahrheit und halten Sie mal zu dem Volk. Wir haben den Kanal wirklich voll bis oben hin. Mehr Asylanten. Wir müssen an unser Volk denken, die arm sind. Es gibt genug arme Leute in unserem Land. Reidal haben das Obdachlosenheim zugemacht. Und für die Schwörsdorf wurde ein Asylantenheim eröffnet. 4 Tage waren einige Tunesier da und die Polizei war präsent, weil die schon geklaut haben. Was soll noch passieren? Handwerksbetriebe werden leer geklaut durch die offenen Grenzen. Die Grenzen müssen bewacht werden, verdammt nochmal. Die kleinen Leute betrifft das. Politiker, dort sollte mal geklaut werden, damit die mal wachgerüttelt werden. Die machen mit uns, was sie wollen. Ein Land, was Billionen verschuldet ist, kann nicht noch so viel Fremde aufnehmen. Es ist die Wahrheit. Alle dazu.